einladen. Kannst du? Du kannst. Hi. Ja. Hat geklappt. So. Das ging jetzt easy. Ja, schneller als gedacht. Duffi, wie geht's dir? Wie war's zu Hause? Ah, schön, ja. Es hat echt ganz gut, mal wieder aufzutanken und ein Stück weit mehr Normalität. Man ist da natürlich auch sehr ans Zuhause gebunden. Wir haben jetzt nicht großen Ausflüge gemacht, aber es hat echt mal wieder gut. War schön. Glaube ich dir. Cool. Ja, wir haben schon die ersten Zuschauer. Ich denke mal, wir fangen gleich mal direkt an. Schön, dass du da bist, liebe Katrin. Danke für die Einladung. Hallo an alle, die schon da sind. Heute geht es rund ums Thema nachhaltiger Schmuck bzw. Hochzeitsschmuck. Und da haben wir die Katrin als Expertin da. Die kann alle Fragen beantworten. Also falls ihr Fragen haben solltet, bitte, bitte. Schreibt unten in die Kommentare und fragt ganz, ganz viel. Ich habe mir hier Tablet und so, die ein paar Themen mit aufgeschrieben, also nicht immer, wenn ich mal weggucke. Und dann würde ich mal sagen, starten wir. Stell dich doch mal vor. Ja, also ich bin Katrin, ich lebe in Bregenz, komme eigentlich aus Norddeutschland und bin Goldschmiedemeisterin. Ich habe meine Lehre in Hamburg gemacht, die Meisterschule in München und dann hat es mich an den Bodensee verschlagen. Ja, und hier lebe und arbeite ich, habe 2 Kinder und bin jetzt selbstständig als Goldschmiedin. Genau, und habe mich eben auf nachhaltigen Schmuck spezialisiert, handgefertigt und ja, möchte Sehr gut. damit diese Welt glücklich machen, hoffentlich. Ja, ganz bestimmt. Für die, die neu da sind, vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir. Ich bin Steffi, Hochzeitsfotografin, momentan ansässig in Düsseldorf. Das weiß man bei mir nie so genau. Immer mal wieder gern um. Aber da ich deutschlandweit unterwegs bin, ist eigentlich nicht so dramatisch. Und ja, ich bin spezialisiert auf kleine Hochzeiten, nachhaltige Hochzeiten, Tiny Weddings, solche Geschichten mache ich am allerliebsten. Genau. Und deswegen geht es heute auch ganz um das Thema Nachhaltigkeit. Hallo Marcel, Winter Music, hi, schön, dass ihr da seid. Jetzt schieß mal los. Was ist nachhaltiger Schmuck? Was versteht man darunter und wie unterscheidet er sich von herkömmlichem Schmuck? Also beim nachhaltigen Schmuck würde ich sagen, fängt es hauptsächlich mal beim Material an. Ich glaube, viele kennen den Film Blood Diamond oder haben mal Bilder gesehen, wie sogar Goldabbau im herkömmlichen Sinne funktioniert, was es für Umweltzerstörung mit sich bringt und für Arbeitsbedingungen für die Leute in den Minen. Und das ist etwas, was ich einfach ablehnen und vermeiden möchte und deswegen eben auf recyceltes Gold und Silber setze. Das wird in der Scheideanstalt aufbereitet und genau bei Steinen eben auch keine herkömmlichen Diamanten verwende, sondern welche, die im Labor gezüchtet sind. Das sind schon mal so die einen Punkte. Zum anderen kann man natürlich auch auf die Herkunft achten, dass sie nicht in irgendwelchen Fabriken in gewissen Ländern produziert werden. Ich war auf meiner Weltreise 2012 auch in verschiedenen Schmuckfabriken in Indien mal und habe da zum Teil die Arbeitsbedingungen gesehen und habe einfach gesagt, das ist nicht das, was ich, also da kann ich das Schmuckstück nicht mit gutem Gewissen tragen und Ja. ja, deswegen Wow. möchte ich mit meinem Schmuck einfach einen anderen Weg gehen und da immer ein Augenmerk auf die Nachhaltigkeit haben, auf die Arbeitsbedingungen, auf die Herkunft der Materialien und genau, wie das alles hergestellt wird. Richtig krass, was für eine Erfahrung, oder? Ja, es war schon spannend. Also es hat mich schon in meiner Lehre sehr interessiert mit der Nachhaltigkeit, weil man eben natürlich auch in der Berufsschule lernt, wo kommen die Materialien her, was steckt da alles so hinter. Aber das auch nochmal mit eigenen Augen zu sehen, war schon, ja, erschreckend zum Teil. Ja, das glaube ich dir. Wie sieht es bei dir aus? Achtest du auch im Atelier auf Nachhaltigkeit? Wenn ja, Ja. inwiefern kann man das überhaupt? Ja, absolut. Also es wird hier in der Goldschmiede eigentlich fast alles, was irgendwie geht, noch recycelt. Das fängt natürlich bei den Metallschnipselchen an, die irgendwo abfallen, die immer sortenrein sortiert werden. Dann kann man es wieder einschmelzen und weiterverwenden. Aber auch sowas wie die Sägespäne, die Feilung, die sogenannte, und alle möglichen Abfälle, die da produziert werden, werden gesammelt,
getrennt und dann in der Scheideanstalt, so nennt sich das, wird es wieder aufbereitet. Die trennen dann die ganzen einzelnen Bestandteile und so wird es dann meinem Goldkonto oder meinem Edelmetallkonto wieder gutgeschrieben und ich kann dann davon wieder meinen Draht oder Blech oder was auch immer beziehen und damit weiterarbeiten. Es hört halt, es gibt halt auch jede Menge Kleinkram, der da runterfällt, wie das Schmirgelpapier, die Polierrädchen, das Abwasser aus meinem Reinigungsbad, das wird halt verdunstet und dann kommt der Bodensatz damit rein. Also wird schon sehr sorgfältig recycelt. Ansonsten natürlich auch alles, was um den Schmuck so rundherum ist, die Verpackung, der Versand, dass man eben, dass ich plastikfrei verpacke, darauf achte, dass ich halt, ja. Ey, man kriegt mittlerweile schon alles immer in so vielen kleinen einzelnen Plastiktütchen und alles irgendwie nochmal extra verpackt. Und da möchte ich halt einfach auch ein Auge drauf haben, dass es plastikfrei ist, dass ich beim Versand drauf achte, wie das funktioniert. Und Mega. es gibt natürlich überall immer noch Schritte, wo man sagt, ach, das könnt ihr noch besser machen, das könnt ihr noch besser machen. Aber es ist eben ein Weg und genau, da immer Schritt für Schritt weiter. Ja, jeder macht, was er umsetzen kann erstmal. Ich finde, Nachhaltigkeit fängt mit einem Schritt an und nicht Ja. mit, ich muss mich jetzt irgendwie radikal Nicht mit dem Marathon. nee. Und dann macht es auch absolut keinen Spaß mehr, glaube ich. Nee. Das fühlt sich dann nur noch wie Verzicht an. Du sagst Versand, das heißt, bei dir könnte man, also ich kann bei dir jetzt bestellen, theoretisch. Ja, das ging ja auch zum Beispiel. Also ich habe jetzt Super. auch, also wenn es zum Beispiel um Ringe geht, da ist es immer ein bisschen schwierig mit der Ringgröße. Aber ich habe auch zum Beispiel so ein Ringmaß, das man versenden kann und dass jeder zu Hause seine Ringgröße selber misst oder wir telefonieren mal und ich berate. Oder es gibt vielleicht einen Ring, von dem man weiß, dass er super gut passt und dann wird der abgemessen. Das geht natürlich auch. Ja. Ansonsten ist Schmuck zum Glück gut verschickbar. Ja, das auf jeden Fall. Wenn du auch online berätst, in der aktuellen Zeit ist online ja sowieso aktueller denn je, ne? Ja, Dann ist ja super. Du sagtest ja, also ich gucke hier schon wieder, ne? Nicht, nicht wundern. ja. Die Materialien haben unterschiedlichste Herkunft. Künfte, theoretisch, wenn man einfach irgendwelchen Schmuck kauft. Ne? Also hier, das Gold hier, das wird, weiß der Geier, wo, keine Ahnung, wo das herkommt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand sie einfach schön. Wie achtest du darauf oder was kann, also wo kommt dein Schmuck her? Du hast vorher irgendwas gesagt von wegen ist recycelter Schmuck, Genau. wie Gold ist, stelle ich mir das so vor, dass jetzt einfach altes Gold eingeschmolzen wird. Ja, also in der Scheideanstalt wird eben altes Gold, das kann Schmuck sein, das kann Zahngold sein, alles Mögliche wird da eben aufgearbeitet. Die Abfälle, die in einer Goldschmiede zum Beispiel entstehen, das wird alles aufgearbeitet, getrennt und dann eben kann der Goldschmied da wieder sein recyceltes Gold kaufen. Also es läuft auch mit Zertifikat. Das Kupfer kommt zum Beispiel aus Kabelschrott, weil es gibt ja auch Legierungen mit Kupfer drin, im Rotgold beispielsweise. Und das ist dann wirklich ganz genau nachvollziehbar, wo kommt das her. Genau, und so kann man eben auch sicher gehen, dass es wirklich recyceltes Gold ist. Ja, also Nachhaltigkeit bedeutet gerade bei Schmuck dann, dass es wieder verwendet und aufbereitet wird. Weil irgendwo kam das ja ursprünglich. Genau, irgendwann kam es mal irgendwo her, eben, aber das Ziel ist eben, dass halt nicht immer weiter gefördert werden muss, weil es gibt natürlich noch Goldabbau, auch wenn die ergiebigsten Quellen, sage ich mal, die leicht zugänglichen erschöpft sind und es geht dann halt los, dass dann immer mehr Umweltzerstörung betrieben werden muss, um an die noch vorhandenen Lagerstätten zu kommen. Und das möchte ich halt möglichst vermeiden, indem ich eben nur recycelten Schmuck verwende. Es kann natürlich auch sein, dass jemand mit seinem alten Schmuck zu mir kommt und sagt, hey, machst du mir daraus was? Oder ich habe auch zum Beispiel alte Erbstücke, die man dann weitergibt, was dann dem ganzen Schmuckstück auch nochmal ein bisschen einen emotionaleren Wert gibt natürlich. Ja, mega cool. Okay, ich verstanden. Oder haben denn unsere Zuschauer Fragen zum Thema? Dann fragt bitte unbedingt unten in den Kommentaren. Oder mit diesem Fragebubble-Dings da gibt es da, glaube ich, auch.
Genau. Also mir ist auf jeden Fall mal klar geworden. Edelsteine, sagtest du, kann man auch recyceln. Und was ich nicht wusste, du sagtest irgendwas von Züchten. Nee. Ja, Irgendwann gezüchtet. findet man so einen Edelstein und dann ist man wie Dagobert Duck und hat dann so Gold und Edelsteine überall. Immer irgendwie. Nein, das läuft natürlich nicht bei mir. Ich kaufe die auch ein. Es gibt eben diese im Labor hergestellten Diamanten, die in der Optik und physikalischen, chemischen Eigenschaften dem Natürlichen in nichts nachstehen. Sie müssen natürlich ganz klar als Labor gezüchtet deklariert werden. Und sind aber, wie auch beim Gold, geht es da halt dann auch wieder um die Umweltzerstörung und auch größtenteils um die Bedingungen für die Minenarbeiter. Da kann man einfach bei solchen Steinen sicher sein, dass es eben keine Kinderarbeit fördert, dass es nicht irgendwo lebensbedrohliche Bedingungen für die Angestellten gibt, die schlecht bezahlt werden und was da alles noch mit dranhängt. Genau, deswegen ist es ja, ein von Menschen gemachter Diamant, der aber genauso schön ist und genauso stabil und für den Träger eigentlich kein Nachteil, eher den Vorteil des guten Gewissens. Ja, cool. Finde ich super. Wusste ich nicht. Ich habe erst dem letzten von meiner Oma, Entschuldigung, Ja. musste ich zeigen, war nicht der Finger gemeint. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der würde mir überhaupt nicht mehr gefallen, komme ich einfach zu dir und du kannst alles draus machen, was halt dieses Gold jetzt hergibt, Was oder? Gold hergibt, genau. Ja, also es ist bei Ringen und sowas alles es ist super gut machbar, weil es gibt so Sachen mit ganz vielen Lotstellen, da muss man dann gucken, dass man das vielleicht das Material dann später nicht mehr viel verformen muss. Weil es das Gefüge vom Gold, sage ich mal, ein bisschen verändert. Aber das ist jetzt schon sehr im Detail. Ja, man kann sich dann einfach mal zusammensetzen, gucken, was haben wir an Gold, wie viel kriegt man daraus gefertigt. Ich habe auch eine Freundin, die hat mal ihren alten Schmuck von der Familie vorbeigebracht und es war dann doch einiges. Und die lässt jetzt immer wieder mal was Nettes draus machen, wenn sie dann eine Idee hat. Und die Steine, die da drin sind, die können eben auch wiederverwertet werden. Das ist eben das, was ich mit Steinrecycling mal angesprochen hatte im Vorgespräch. Also, dass man sagt, wenn jetzt ein Stein in einem Schmuckstück drin ist, der unbeschädigt ist, dann kann man den auch gut wieder verwenden, also im neuen Stück einsetzen. Oft hängen dann ja auch Erinnerungen dran oder irgendwelche emotionalen Werte eben. Und auch bei beschädigten Steinen, wenn man jetzt sehr dran hängt, kann man die auch im Zweifelsfall noch nachschleifen lassen, wenn sie zum Beispiel an der Oberfläche zerkratzt sind oder ähnliches. Das lässt sich alles klären und besprechen. Cool. Finde ich auf jeden Fall eine viel schönere Variante, als wenn es einem nicht gefällt und dann irgendwo einfach in der Ecke rumlodert. Ja, Ne? eben. Ja, also das finde ich super. Oh, jetzt habe ich dich verruckelt irgendwie. Finde ich super. Hast du was da, was du mal zeigen magst? Also du sitzt doch in der Werkstatt, wenn ich das Genau, ich sitze gerade hier in der Werkstatt an meinem Werktisch hier. Genau, hier habe ich was da. Ich muss mal kurz aus dem Bild verschwinden. Also ich habe jetzt Ich nichts habe dich ja jetzt bereitgelegt. voll überfallen. Bitte? Ich habe dich ja voll überfallen. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ja, ich schaue mal eben. Moment. Ja, ich würde euch in der Zeit mal animieren, falls ihr noch Fragen habt zu Hochzeitsschmuck, Ringgrößen, gerade was zu Verlobung angeht, ne? Glaube ich, kann sie auch sicherlich euch weiterhelfen, wie man dann heimlich die Ringgröße der potenziellen Frau rauskriegt. Ja. Genau, also ich habe jetzt momentan hier jetzt gerade einige an Silberringen. Es geht momentan bei mir von den Motiven eher so ins Frühlingshafte. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob man das überhaupt gut sehen kann. Es ist Ja, sieht man. schwierig. Mit einem kleinen Zweig drauf. Es sind ja momentan viele kleinere Sachen, weil ich sonst eher an Umarbeitung am Kundenschmuck dran bin. Den mag ich jetzt hier nicht gerade irgendwo noch zeigen. Und so wie hier zum Beispiel noch ein Silberring mit einem. Halt mal die Hand davor, dann stellt es scharf, wenn du wirklich nicht mehr im Bild bist. Sieht man was?
Ja, ist wahrscheinlich schwierig, ne? Ja, aber ich erkenne es auf jeden Fall Ja. mega. Es sieht so ein bisschen wie ein moderner Siegelring aus, oder bin ich da falsch? Genau, ja, solche eben sind so eingefräste Motive, die dadurch, dass sie gefräst und eben nicht nur graviert sind, deutlich länger halten. Also sie sind halt tiefer im Material drinne und reiben sich nicht so schnell ab und es bleibt länger hübsch. Genau, das sind so verschiedene, habe ich gerade momentan viele verschiedene in Arbeit noch und ja, bin ansonsten Gut. viel an Ehering zurzeit dran. Das ist auch ein sehr schönes Was Thema einfach. sind denn da, wenn wir schon beim Thema Eheringe sind, beziehungsweise Hochzeitsschmucks, Schmucks, Schmucke, Schmuckstücke, die aktuellen Trends? Was wird Ja. bei dir am allerliebsten bestellt, anfertigen gelassen? Also, es wird immer individueller, habe ich das Gefühl. Es ist nicht mehr so, dass Herren- und Damenring quasi eine Kopie voneinander sind, nur noch in unterschiedlichen Größen, so wie es ganz früher mal war, sondern ist auch immer häufiger, dass die Materialien unterschiedlich sind, zum Beispiel ein Weißgold- und ein Rotgoldring, aber sich dann irgendwie die Gemeinsamkeit in der Oberfläche oder in der Form wiederfindet, dass man das schon als Paar erkennt, aber eben jeder trotzdem noch so sein Individuelles hat. Und das freut mich in mehreren Sinnen, weil es einerseits ein paar Unstimmigkeiten beim traurigen Gespräch erspart. Es hat nämlich schon manchmal, ja, nicht Konfliktpotenzial, will ich es jetzt nicht nennen, aber ja, es kann sonst ein bisschen schwieriger manchmal werden, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja, ja. Ja, und es hat halt einfach jeder den Ring, den er sich wünscht. Also so individuell, wie die Menschen sind, so sind dann eben auch die Ringe. Und jeder kann dann da sagen, genau den Ring, so wünsche ich mir das. Und man erkennt trotzdem, dass sie zusammengehören. Finde ich super. Würde ich auch sofort so vertreten wollen. Ich finde auch gerade, was die Farbe anbelangt vom Ring, geht oftmals Männern was ganz anderes als Frauen. Also ich bin so Ja. roségold. Ist in den allermeisten Fällen bei den Männern irgendwie nicht so hübsch. Ja. Mein Empfinden, aber Ja, die Männer sind ganz oft, dass sie klatschen, sagen, ah, ja, möglichst unauffällig, Weißgold oder so und soll auch nicht zu doll glänzen, sowas in die Richtung, aber eben, da lässt sich dann immer was finden, was beide gut finden, zum Beispiel irgendeine Oberfläche, eine Mattierung, eine Form, ja. alles Mögliche. Es gibt ja Ja. doch viele Sachen bei einem Ring, die man so beachten und entscheiden kann oder muss, Ja, früher ganz oder schön später. viel. Wie sieht's denn aus? Also traditionell ist ja einfach quasi der goldene runde Ring ohne gar nichts für Mann und Frau oder maximal kriegt die Frau ein Steinchen noch rein. Ja. Also so antik, früher, ganz früher. Wie sieht das denn heutzutage aus? Wie viel Prozent gehen noch so diesen alten Weg und wer hat eher so ein bisschen was Ausgefalleneres? Ausgefallener wird es weniger bei den Steinen, sondern eher bei den Oberflächen, dass man sagt, man nimmt irgendwie eine ausgefallene Struktur obendrauf oder eine unregelmäßige Form, dass der halt nicht ganz gerade verläuft, der Ring, sondern dass er sich so ein bisschen schlängelt und ein bisschen organischer wirkt. Ja, bei den Steinen ist es einfach bei einem Ehering, klar, die Diamanten sind sehr, sehr strapazierfähig, die halten so einiges aus, aber auch die Fassung, die den Stein hält, kann sich halt mit der Zeit irgendwann abreiben und da geht man bei Eheringen meistens so Nummer sicher, sage ich mal, dass man, ja, wenig Steine oder kleine Steine oder auf eine bestimmte Fassart, das einfach im Alltag sehr praktisch ist. Ja, nehme ich dann an, dass die eher rein, also wenn die Steine drin sind, anstelle obendrauf, ist es besser? Ja, wird meistens so gemacht, genau. Es gibt halt auch noch den Vorteil, dass man zum Beispiel einen, oft wird der Verlobungsring dazu gesteckt und wenn der zum Beispiel einen obendrauf sitzenden Stein, also hat, dann kann der sich quasi gut anschmiegen an den Ehering und es sieht gleich zusammen stimmig aus und passt gut zusammen. Ja, Genau. Viele sagen mega. auch, sie haben einen Stein im Verlobungsring, dann brauchen sie im Ehering keinen Stein. Das ist immer Geschmackssache. Da sind die Wünsche ganz unterschiedlich und die Kunden ganz unterschiedlich. Also Ja. nichts, was es nicht gibt. Ja. Also du könntest jetzt keinen so einen Prozentsatz sagen, was jetzt hier. Nee, tut mir gerade ganz schwer mit, also. Ja, es ist in letzter Zeit sehr unterschiedlich. Ja, dann würde ich ja einfach sagen, es ist querbeet. So.
Mega. Habt ihr noch Fragen? Weil mir gehen langsam die Fragen tatsächlich aus. Hallo, Ansichtssache kam gerade. Nur um MK, Decourage oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. möchtest du noch irgendwas hinzufügen, was interessant oder wichtig Schau wäre? auch mal auf meinen Spickzettel. Moment. Also wir können müssen noch über Farbsteine sprechen. Die sind zwar bei Eheringen relativ selten, kommen aber dann oft mal beim Verlobungsring zum Beispiel ins Spiel. Und da gibt es eben auch diese Möglichkeit, wieder die recycelten Steine zu nehmen. Was ansonsten fernab von dem Hochzeitsschmuck, also von Eheringen jetzt bei meinem Schmuck mir, ich mache ja auch noch andere Schmuckstücke, wichtig ist es eben, dass wenn ich einen neuen Stein kaufe und es kein recycelter Stein ist, dass ich dann eben auch auf die Quellen achte. Es gibt immer mehr Edelsteinhändler, die sich ja dafür einsetzen, dass es eben faire Bedingungen in den Minen gibt oder die direkt an den Minen arbeiten und die halt auch eine Garantie dafür geben können, wie da die Bedingungen sind und eben bei solchen Leuten einzukaufen und eben aus keinen Konfliktregionen, dass man jetzt nicht, sage ich mal, in Krisengebieten, wo es dann möglicherweise noch zu, ja, zur Finanzierung irgendwelcher Kriege oder sowas ja, genutzt wird. Da achte ich drauf oder eben auch Secondhand-Steine, sage ich mal, wenn sie in einem guten Zustand sind. Ja, super. Finde ich super. Wo findet man dich denn? Außer wenn man jetzt hier auf Instagram geht, findet man dich online auf www. Schmuckelster.at. Sehr gut. Außerdem kommst du ja jetzt, ich hab's noch, habe ich dich? Nee, habe ich noch nicht. Mache ich diese Woche versprochen. In meinem E-Book Nachhaltig heiraten wird sie vertreten sein. Da verlinke ich sie natürlich. Auf jeden Fall, weil ich finde, da gehört nachhaltiger Schmuck auf jeden Fall mit rein. Wenn ihr euch das runterladen wollt, dann geht einfach auf meine Website, direkt auf der Homepage, Startseite ganz oben, könnt ihr euch eintragen, runterladen, ganz easy. Und da findet ihr sie auf jeden Fall auch. Und du hast bestimmt auch ganz, ganz viele Beispiele, die du zeigst, richtig? So von deiner Arbeit. Also auf meiner Seite. Ja, gibt es einige Bilder, doch. Ist alles Perfekt. noch nicht frisch, aber es gibt auf alle Fälle was zu sehen, was zu lesen. Und sonst bei Fragen immer schreiben. Genau, Wenn im sehr gut. Nachhinein noch was einfällt, immer her damit. Genau, perfekt, super. Irgendwas wollte ich nur sagen. Der Livestream wird gespeichert. Das heißt, der kommt später auf IGTV. YouTube werde ich ihn hochladen, schicke ich dir dann noch. Falls du den auch irgendwie auf die Website packen willst. Ansonsten, wenn ihr im Nachgang noch irgendwie Fragen haben solltet, euch fällt noch was ein, dann schreibt bitte, bitte mir oder der Katrin jederzeit gerne. Und Ja. ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank für deine Ja, Zeit danke auch. die Mega-Info. Es hat mich riesig gefreut und ich freue mich noch viel mehr, dass ich jetzt jemanden Tolles habe, der nachher den Flug macht. Ja, Genau. ich freue mich auch. Vielen Dank. Mega. Ich würde sagen, habt einen wunderschönen Abend und du auch, jetzt wo du wieder Ja, spazieren gehen kannst. ich darf wieder raus. Endlich. Ja, das glaube ich dir. Das ist, wenn man dann nicht darf, dann will man, ne? Ja, und ich weiß nicht, ja, man sieht es jetzt gerade nicht, aber ich schaue von meiner Werkstatt genau zum Hausberg, zum Fenster rauf und dann juckt es einen schon so ein bisschen. So mag man Ja, los. das glaube ich, das glaube ich dir. Naja, aber jetzt hast du es ja rum. Sehr gut. Geschafft. Aladdin, wir machen Schluss. Vielen, vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüssi.